Die Anämie oder Blutarmut ist ein häufiges Krankheitsbild. Es fehlen oft die Baustoffe, die man zur Bildung der roten Blutkörperchen benötigt. Also ursächlich sind meist Eisen- oder Vitaminmangel. Typische Symptome sind Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Die Herausforderungen sind nun erstens, kommt eine Müdigkeit, Antriebslust etc. von einer unkritischen Anämie, eine, die sich auch schnell lösen lässt, und zweitens, lässt sich diese schnell und komplikationslos, zum Beispiel durch Eisentabletten, beheben? Meist ja, aber leider auch nicht immer und daher muss man eine Anämie ernst nehmen. Ganz wichtig, schwerwiegende Erkrankungen wie zum Beispiel Tumore im Magen-Darm-Bereich oder auch chronische Blutungen sollten vor dem Schlucken von Eisentabletten oder Vitamin B12-Tabletten immer berücksichtigt und ausgeschlossen werden. Bei Verdacht auf eine Anämie also zuerst zum Arzt und dann handeln. Hallo und herzlich willkommen zur Videovisite. Mein Name ist Dr. Tobias Weigel. In meinem Kanal möchte ich Ihnen medizinische Informationen und Tipps liefern, basierend auf ärztlichem Wissen, aber so, dass Sie es verstehen. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann jetzt abonnieren und hier unten einmal die Glocke drücken. Bei einer Anämie mangelt es an rotem Blutfarbstoff, also dem Hämoglobin oder auch der roten Blutkörperchen. Hämoglobin ist der eisenhaltige Farbstoff in den roten Blutkörperchen, der den zu transportierenden Sauerstoff bindet. Gerne einmal auch dazu dieses Video anschauen, das ich dazu ja schon einmal speziell zum Hämoglobin gemacht habe. Bei einer Anämie gibt es zu wenig Hämoglobin, sodass die Körperzellen nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Und entsprechend treten dann die Symptome auf, die Sie wahrscheinlich kennen, nämlich Blässe, Leistungsminderung, Konzentrationsschwäche, auch eine erhöhte Infektanfälligkeit. Das sind aber alles unspezifische Symptome, die kann man auch einfach so haben. Die kann man auch haben, weil man vielleicht Stress hat, zu wenig schläft. Alles also, weil zu wenig Sauerstoff transportiert wird bei einer Anämie. Frauen sind aufgrund ihrer Monatsblutung sehr viel häufiger von Blutarmut betroffen als Männer. Macht ja auch Sinn. Da ein Großteil der Anämie auf Mangelversorgungen zurückzuführen ist, können sie durch die Gabe der entsprechenden fehlenden Mikro- und Spurenelemente bzw. Vitamine behoben werden. Die Anämie kann aber auch schwerwiegende Ursachen haben und diese sollten unbedingt ärztlich behandelt werden. Die Ursachen erläutere ich gleich aber noch im Detail. Zunächst möchte ich aber noch die drei Hauptarten einer Anämie erläutern. Arten einer Anämie. Mediziner, Ärzte unterscheiden verschiedene Anämien je nach der Form und dem Aussehen der roten Blutkörperchen unter dem Mikroskop sowie danach, wie viel Hämoglobin sie enthalten. Es gibt zum einen die mikrozytäre hypochrome Anämie. Die roten Blutkörperchen sind zu klein und enthalten zu wenig Hämoglobin. Ein typisches Beispiel für diese Form von Blutarmut ist die Eisenmangelanämie. Also das ist das, was am häufigsten vorkommt. Dann gibt es zweitens die makrozytäre hyperchrome Anämie. Das heißt, die roten Blutkörperchen sind zu groß und enthalten reichlich viel Hämoglobin. So können sie zwar genügend Sauerstoff transportieren, klingt ja auch erstmal gar nicht als ein Problem, werden aber in der Milz zu früh abgebaut. Und diese Form von Blutarmut tritt bei Folsäuremangel oder auch Vitamin B12-Mangel auf. Und dann gibt es die normozytäre normochrome Anämie, also wo alles im Prinzip normal groß ist. Und diese Form der Blutarmut wird durch einen starken Blutverlust ausgelöst. Die roten Blutkörperchen sind ja normal groß. Das Hämoglobin ist auch normal, alles unauffällig, aber ein hoher Blutverlust, zum Beispiel durch eine Operation. Ich bin jetzt hier einmal schnell durchgegangen, hier steht es ja auch an der Seite, als Betroffenen interessiert das wohl weniger, aber wir schauen auch die ein oder andere Medizin dazu und da ist die Aufteilung schon wichtig zu verstehen. Nun zu den Ursachen für eine Blutarmut. Ursachen einer Anämie. Für eine Blutarmut gibt es viele verschiedene mögliche Ursachen. Es ist nicht selten, dass die Ursache für eine Anämie nicht gleichgestellt wird. Eine Anämie kann aufgrund bestimmter Gendefekte bereits angeboren sein und schon im Kleinkindalter zu lebensbedrohlichen Komplikationen führen. In anderen Fällen wird die Blutarmut erst im Laufe des Lebens erworben, je älter wir werden. Etwa durch mangelhafte und einseitige Ernährung, ein sehr, sehr häufiger Grund. Oft ist sie auch ein Nebenbefund chronischer Erkrankungen. Die kommen oftmals zusammen, eine chronische Erkrankung und eine Anämie. Zudem kann eine Anämie im Alter infolge von verlangsamten Regenerationsprozessen vermehrt auftreten. Es gibt also angeborene und erworbene Ursachen. Insgesamt kann man Anämien nach dem
Entstehungsmechanismus in die folgenden vier Gruppen einteilen. Und das macht man so. Wobei am häufigsten die Gruppe 1 ist, nämlich Störung der Blutbildung. Bevor ich auf diese en detail eingehe, kurz zu den drei anderen Gruppen. Anämie durch Blutungen. Zu einem Blutverlust kommt es, wenn Blut aus einer äußeren oder inneren Wunde austritt. Gerade eine innere Wunde merkt man ja manchmal nicht, gerade wenn es so eine langsame Blutung ist, die so tröpfchenweise immer stattfindet. So kann jemand mit einer offenen Verletzung infolge eines Unfalls so viel Blut verlieren, dass eine Anämie entsteht. Aber auch kleine Blutungsquellen können zu einem chronischen Blutverlust führen, aus dem sich mit der Zeit eine Blutarmut entwickelt. Das kann zum Beispiel bei einem unentdeckt blutenden Magengeschwür sein oder auch bei Hämorrhoiden der Fall sein. Und auch die Menstruation kann einen Anämiezustand auslösen. Anämie durch gesteigerten Erythrozytenabbau. Als sogenannte hämolytische Anämie bezeichnen Mediziner eine Blutarmut, die durch den gesteigerten Abbau oder Zerfall von roten Blutkörperchen entsteht. Die Lebensdauer der Erythrozyten von normalerweise 120 Tagen ist dabei auf weniger als 30 Tage verringert. Der Grund dafür kann bei den roten Blutkörperchen selbst liegen. Das heißt, die Erythrozyten weisen einen, das ist dann meist genetisch bedingten Defekt auf. Man hat es also dann schon oft angeboren und schon im Kindesalter stellt man das dann auch fest. Und diese Erythrozyten werden dann vorzeitig abgebaut. Das ist etwa bei der Sichelzellanämie der Fall. Hier sind die roten Blutkörperchen nicht wie normalerweise scheibenförmig und an beiden Seiten leicht eingeldet, sondern sichelförmig verändert. Apropos, das ist in Afrika auch eine Mutation, die dort das Überleben oder den Schutz fördert, zum Beispiel bei Malaria. Und sie verklumpen leicht und werden in der Milz vermehrt abgebaut. Ein anderes Beispiel ist die Kugelzellanämie mit kugelrunden Erythrozyten. Und das sind Anämien, die die Ursache haben bei einer Veränderung der Erythrozyten. Beispielsweise können die roten Blutkörperchen auch mechanisch zerstört werden, etwa durch künstliche Herzklappen. In anderen Fällen auch sind es Chemikalien, Medikamente, Immunreaktionen oder auch Infektionserreger wie Malariaerreger, die dann für einen übermäßigen Abbau der Erythrozyten verantwortlich sind. Anämie durch Verteilungsstörung. Gelegentlich, und das kommt verhältnismäßig nicht so oft vor, kann eine Anämie auch auf einer Verteilungsstörung beruhen. So kann sich etwa bei Menschen mit einer stark vergrößerten Milz so viel Blut im Organ in dieser Milz sammeln, dass es im restlichen Körper bei uns an Erythrozyten mangelt. Anämie durch Störungen der Blutbildung. Die Blutbildung ist ein empfindlicher Prozess, der an verschiedenen Stellen, Stationen gestört werden kann. Der Ursprung des Blutes liegt bei uns im Knochenmark. Dort entstehen aus sogenannten Stammzellen mit Hilfe unterschiedlichster Botenstoffe, also Hormone, die verschiedenen Blutzellarten, darunter auch Vorstufen der roten Blutkörperchen. Ein Mangel an Bausteinen, Hormonen oder Vitaminen, aber auch Erkrankungen des Knochenmarks wie Entzündungen oder eine Leukämie, also Blutkrebs, können die Blutbildung beeinträchtigen. Und dann werden nicht voll funktionsfähige rote Blutkörperchen mehr gebildet, die den Sauerstofftransport dann sicherstellen können und diese Tätigkeit machen. Und so kommt es dann auch zu den Symptomen. Die häufigste Form von Anämien gehen auf eine derartige Blutbildungsstörung zurück. Eine Liste habe ich hier einmal gemacht. Ich werde nicht alle erwähnen, aber kurz auf drei wichtige eingehen, da diese oft der Grund sind, nämlich erstens eine Eisenmangelanämie, zweitens Folsäuremangelanämie und drittens eine Vitamin B12-Mangelanämie. Eisenmangel als Ursache einer Blutarmut. Eisen ist ein unverzichtbarer Baustein des Hämoglobins. Eisenmangel kann deshalb eine Anämie verursachen. Und das ist das, was man meist hört, was man auch jedem sofort als Tipp mitgibt, wenn man länger müde vielleicht ist, sich schlapp fühlt. Wahrscheinlich ist es eine Eisenmangelanämie. Meist entsteht der Eisenmangel durch chronische Blutungen, etwa bei verlängerter oder sehr starker Regelblutung. Deswegen sind Frauen oft betroffen. Oder aber auch bei einem blutenden Magengeschwür, besonders wenn es unentdeckt bleibt. In anderen Fällen beruht die Eisenmangelanämie auch darauf, dass dem Körper mit der Nahrung zu wenig Eisen zugeführt wird. Die Eisenaufnahme im Darm ist gestört, bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, zum Beispiel Morbus Crohn, Colitis ulcerosa etc. Oder der Eisenbedarf ist einfach erhöht, etwa in der Schwangerschaft und in der Stillzeit. Ganz ausführlich dazu in meinem speziellen Video, das ich ja einmal schon über die Eisenmangel oder über den Eisenmangel gemacht habe. Wichtig noch an der Stelle, Vitamin C fördert die Eisenaufnahme und Phosphate hemmen sie. Also eine Fastfood-Ernährung wirkt sich auch negativ auf den Eisenspiegel aus
und kann damit gegebenenfalls eine Blutarmut erzeugen. Interessanter Zusammenhang, ja. Im ersten Schritt muss man also nicht sofort Eisentabletten nehmen, sondern zum Beispiel auf Fast Food, Cola etc. verzichten. Aber genau dazu habe ich ja auch schon ein Video gemacht. Folsäuremangel als Ursache einer Blutarmut. Folsäure ist unentbehrlich für die Zellteilung und die Blutbildung. Das Vitamin ist besonders in verschiedenen Kohlsorten, zum Beispiel in Brokkoli enthalten. Spinat auch, Spargel, Blattsalat hat auch viel davon. Eine entsprechende Mangelernährung kann deshalb eine Folsäuremangelanämie verursachen. Und das auch wichtig, auch bei häufigem und vor allem hohem, schwerem Alkoholmissbrauch kann sich diese Form von Blutarmut entwickeln. Es handelt sich dabei um eine makrozytäre hyperchrome Anämie, habe ich vorhin ja schon einmal erklärt, also zu große rote Blutkörperchen. Vitamin B12-Mangel als Ursache einer Blutarmut. Ein Mangel an diesem Vitamin kann auch eine Blutarmut hervorrufen. Vitamin B12 hat einige Aufgaben, ich habe diese hier einmal aufgelistet. Und auch zu diesem Thema habe ich ja ein separates Video schon gemacht, wo ich den Vitamin B12-Mangel genau erkläre und vor allem auch, was man dagegen tun kann. Ein Mangel entsteht meist durch eine gestörte Aufnahme des Vitamins in den Körper, etwa bei chronischer Magenschleimhautentzündung, zum Beispiel einer Gastritis oder auch einer Unverträglichkeit. Genauso wie beim Folsäuremangel entsteht dann eine makrozytäre hypochrome Anämie, hatte ich ja eben schon erläutert, was das ist. So, das war es nun fast, denn noch ein Punkt, der oft vergessen wird. Anämie infolge anderer Erkrankungen, denn diese werden häufig vergessen. Häufig verkannt werden Anämien, die durch Entzündungen, Virusinfekte, Krebs, wie bei einer Leukämie, Chemotherapien oder Autoimmunerkrankungen ausgelöst werden. Patienten mit Autoimmunerkrankungen haben oft eine Anämie. Vor allem chronische Erkrankungen zählen zu den häufigsten Ursachen von Blutarmut. Sie können je nach Schweregrad natürlich unterschiedlich stark in die Blutbildung eingreifen. Oftmals ist es auch nur latent, also leicht vorhanden. Und kommt dann natürlich wiederum zu den Symptomen. Symptome, die dann oftmals sehr lange bestehen, über einen langen Zeitraum. Nochmal, ein Eisenmangel ist meist die Ursache, aber es wäre sehr ärgerlich, wenn ein anderer Mangel übersehen wird, nur weil man nicht zum Arzt geht, sondern einfach mal zum Beispiel aus dem Internet Nahrungsergänzungsmittel kauft und hofft, dass man damit wieder fit und munter wird. Ich hoffe, der Beitrag hat Ihnen gefallen. Gerne machen Sie den Daumen hoch. Gerne abonnieren Sie den Kanal und für Kommentare und Meinungen hierzu schreiben Sie einmal direkt unter das Video. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.